In jener Zeit war das Volk voll Erwartung und alle überlegten im Stillen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Messias sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen. Und während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Wenn mit diesem Sonntag, liebe Schwestern und Brüder, unsere Weihnachtssaison sozusagen zu Ende geht, meine Güte, es erscheint uns alles schon wieder so weit weg, oder? Weihnachten, vielleicht erinnern noch die leuchtenden Bäume in diesen Tagen, heute noch einmal an das vergangene Weihnachtsfest, aber das ist alles schon so wieder so weit weg. Wir haben die himmlischen Gefühle wieder verpackt, die wir vielleicht hatten an Weihnachten, und jetzt stehen wir wieder mit beiden Beinen in der Realität auf der Erde. Aber wenn wir zwischen diesen beiden Polen hin und her denken, können wir fragen, wo ist denn unser Ort? Wo ist unser Standpunkt? Wo gehören wir als Christen hin? Sollen wir uns den himmlischen Gefühlen überlassen? Dem, was wir vielleicht an Weihnachten als besonders stimmungsvoll und schön erleben und erleben durften? Oder sollen wir nicht den Stimmen folgen, die sagen, komm, das ist doch alles ein Schmäh. Ihr müsst doch realistisch sein. Lasst uns doch hinschauen. Lasst uns doch auf die Probleme schauen. Guckt in Köln an den Hauptbahnhof am Silvesterabend. Da habt ihr die Probleme vor Augen. Wo gehören wir hin? Sollen wir einfach sagen, ach, guckt auf den Dom. Was ist irgendwie schöner? Die anderen Probleme soll die Polizei lösen. Das ist nicht unser Ding. Guckt auf den Dom, auf die Weihnachtsbäume. Und dann sind wir gute Christen. Oder das andere. Ganz knallhart realistisch. Die müssen alle weg. Die müssen alle abgeschoben werden. In Klammern, man fragt sich nur, wer in unserem Land ansonsten die vielen zahlreichen Vergewaltigungsdelikte begeht, wenn sie nicht am Hauptbahnhof in Köln geschehen. Oder die Übergriffe. Also was? Himmlische Gefühle oder Realismus? Wo ist der Standpunkt der Christen? Das letzte Evangelium, das wir in der Weihnachtszeit hören, hilft uns sehr. Denn es zeigt, dass Jesus mit beiden Beinen auf der Erde steht. Es zeigt ihn ganz als Mensch. Wenn wir die Menschwerdung Gottes feiern an Weihnachten, dann ist das nicht eine Stippvisite eines verkleideten Gottes. Ich schaue eben mal kurz vorbei, sehe mal nach dem Rechten und dann bin ich wieder weg. Sondern es zeigt, wenn er in die Fluten des Jordan hinabsteigt, dass er alles annimmt. So sehr, dass Paulus den skandalösen Satz, den man gar nicht oft genug an sich heranlassen kann, sagt: Gott hat ihn für uns zur Sünde gemacht. Was tut Jesus hier? Er steht in der Reihe von Sündern. Er macht sich sozusagen selber zum Sünder. Er, der ganz ohne Sünde ist, der ganz Gott ist, nimmt das Menschsein so sehr an, dass er alle Sünde der Welt trägt. Deshalb kann Johannes der Täufer rufen: Seht das Lamm Gottes. Es trägt die Sünde der Welt. Und so steigt er in den Jordan. Mit beiden Beinen auf der Erde. Aber zugleich lässt sich eben genau dieser Jesus im Evangelium darauf nicht eingrenzen. Ich habe es in den Weihnachtstagen schon einmal zitiert. Ich konnte in den letzten Wochen von einem Theologen lesen: Jesus, der jüdische Gottsucher. Man ringt geradezu die Hände und betet um Hirn. Nein, Jesus ist nicht ein jüdischer Gottsucher. Jesus ist ganz aus Gott und ist Gott. Was feiern wir sonst Weihnachten?
Aber wir feiern ja eben seine Menschwerdung. Mit beiden Beinen in der Realität stehend, in der menschlichen Realität, in Schuld, in Sünde, in Dunkelheit bis hin zum Verrat. Und wenn Johannes der Täufer sagt, er wird mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen, dann greift Jesus im Lukas-Evangelium dieses Wort später auf. Ich muss mit einer Taufe getauft werden und wie sehr wünschte ich, sie wäre schon vollzogen. Jesus spricht von seinem Tod, von der Bluttaufe, von seinem Tod am Kreuz. So sehr wird er Mensch, dass er bis ans Kreuz geht, bis zu diesem letzten Punkt, bis in die Not des Todes, in die Not des Verrates, in die Not des Leidens und Verlassenwerdens. Und genau so zeigt er, wie Gott ist. Der Evangelist Lukas legt immer großen Wert darauf. Man muss auch das manchmal farblich in seiner Bibel markieren. Heiliger Geist und Gebet sind ganz wichtige Stichworte. Die ziehen sich wie ein roter Faden durch das Lukas-Evangelium. Wir werden es ja in diesem Jahr oft hören und fast ganz lesen. Er sagt, und während er betete, öffnete sich der Himmel und Gottes Geist erschien in Gestalt einer Taube. Das heißt, Jesus macht uns deutlich, ja, ihr müsst realistisch sein, ihr müsst mit beiden Beinen auf der Erde stehen, aber euer Menschsein lässt sich in diesen Realismus nicht einschließen. Es wird ein Gefängnis. Über euch geht der Himmel auf. Wir sagen etwas Falsches über den Menschen, wenn wir ihn nur mit beiden Beinen auf der Erde stehen lassen. Wenn wir ihn nicht nach oben hin öffnen, zu seinem Ursprung her, wenn wir ihm nicht die Perspektive geben, die von Gott kommt, damit er sein Menschsein verstehen kann. Und so sehen wir Jesus im Jordan betend und über ihm geht der Himmel auf. Das ist die Botschaft auch an uns, die wir getauft sind. Mit beiden Beinen auf der Erde und doch unter dem offenen Himmel lebend. Unter dem Wort Gottes, das uns eine Richtung gibt, das uns orientiert, unter der Führung des Geistes, für den wir offen sein sollen, um den wir beten müssen. Manchmal ist man versucht zu sagen, welche Zeit hätte es je nötiger gehabt als die unsere. Auch wenn man erstaunt liest, auch wie sich Christen äußern jetzt zu den aktuellen Problemen. Ja, wir müssen die realistisch anschauen. Aber wir dürfen sie doch nie beurteilen aus einem nationalen Reflex heraus. Wer sind wir denn? Wir sind Christen, wir sind getauft, wir leben unter dem offenen Himmel. Wir können um Gottes Geist bitten und in seiner Kraft Schritte gehen. Alle normalen Reflexe, die man vielleicht am Stammtisch äußert, sind uns verboten. Denn wir haben nicht nur ein Hirn, sondern wir haben auch ein Herz. In uns wohnt Gottes Geist. Wir sind Wohnung des Geistes, so wie wir es an Jesus ganz ablesen können. Und wenn wir noch einmal die Frage stellen, wo ist der Ort des Christen? Zwischen himmlischen Gefühlen und beiden Beinen auf der Erde. Liebe Schwestern und Brüder, er ist dazwischen. Das mögen wir nicht. Ich verstehe das. Wenn Sie an die Situationen im Leben denken, sofern Sie das schon einmal erlebt haben, dass Sie zwischen allen Stühlen sitzen, ist eine anstrengende Position. Es gibt zuweilen einige Krämpfe in der Muskulatur, auch in der geistlichen Muskulatur, aber es ist unser Ort. Dorthin schickt uns das Evangelium heute, in den Ort zwischen Realismus und Himmel, in den Ort zwischen Gott und Mensch. Und damit sind wir ganz bei Jesus, dessen Menschwerdung wir gefeiert haben, die Menschwerdung des lebendigen Gottes.